Max Frisch, Andorra. Entstehungshintergrund. In Andorra lebte ein junger Mann, den man für einen Juden hielt. Diese Worte notierte der Schweizer Schriftsteller Max Frisch 1946 in seinem Tagebuch. Er aß gerade im Café de la Terrasse in Zürich. Es folgte eine kurze Prosaskizze, über die er den Titel »Der andorranische Jude« setzte. Zwischen diesem Tagebucheintrag und dem fertigen Bühnenstück vergingen 15 Jahre. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com